Ich wette, du kennst das auch. Kinder stehen immer wieder vom Esstisch auf, sagen irgendwann, dass sie schon satt sind, obwohl sie nicht so viel gegessen haben oder fast gar nichts gegessen haben, um später dann wieder zu sagen, hey, ich habe Hunger. Es können sehr viele Gründe für dieses Verhalten dahinter stecken. Ich weiß, dass die meisten Eltern auch schon etwas gesucht haben und immer wieder recherchiert haben. Ich gebe dir mal heute einen Ansatz mit, den du vielleicht noch nicht gehört hast und der vielleicht genau da Licht ins Dunkeln bringt. Eine Sache, die wir über Stressmuster verstehen sollten, ja, das heißt, wenn wir in einer dieser drei Farben sind, ist, dass unser Körper nicht das Verlangen nach Essen hat. Denn Stress ist dafür da, um zu überleben. Und wenn wir vor einem Tiger oder Löwen weglaufen, dann machen wir keinen kurzen Stopp, um kurz noch Essen zu tanken oder auf Toilette zu gehen. Das heißt, in Stresssituationen oder während eines Stressmusters möchte unser Körper eigentlich gar nicht wirklich essen, weil es diese Nährstoffe in dem Moment nicht braucht. Was du jetzt an Menschen denkst, die aus Stress essen oder emotional essen, ist ein anderes Thema. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Aber warum soll das Essen jetzt an sich stressig sein? Ich packe dir mal in die Beschreibung einige Gründe, warum für Kinder gerade an Esstisch zu sitzen so viel Stress bedeutet. Beobachten wir jetzt das Verhalten des Kindes, merken wir, dass das Kind in Gelb ist. Es flüchtet immer vor dem Essen oder vor dem Esstisch. Somit weißt du auch, dass es gerade in einem Stressmuster ist. Viele Erwachsene kennen dieses ähnliche Verhalten von sich selbst, wenn sie auf Reisen gehen. Auf dem Weg zum Flughafen essen wir nicht, trinken wir nicht, weil wir angespannt sind, gestresst sind. Sobald wir am Flughafen ankommen und in Grün landen und sicher fühlen, haben wir Hunger und wollen auf Toilette.